Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Klagemauer TV im Studio Augsburg. Im Folgenden geht es darum, wie die Forschung zur unabhängigen Energieversorgung böswillig verhindert wird. Im Jahre 1900 entdeckte Thomas Henry Morey für sich schon als Achtjähriger die Schriften von Nikola Tesla. Besonders faszinierte ihn die Feststellung Teslas, dass das gesamte Universum von einer aus kosmischer Strahlung gewonnenen Energie durchdrungen ist. Einer Energie, die man unbegrenzt zur Krafterzeugung nutzen kann. Nach seinem Studium als Elektroingenieur baute Morey ein Strahlungsenergiegerät und stellte diese großartige Erfindung der Öffentlichkeit vor. Das Gerät mit einer Ausgangsleistung von 50 Kilowatt funktionierte unter Beobachtung tagelang ohne Störung. Es wandelte sogenannte Raumenergie, Energie aus der normalen Luft, auch freie Energie genannt, in nutzbaren Strom um, mit dem Haushaltsgeräte betrieben werden konnten. Dies wurde alles gut dokumentiert und von glaubwürdigen Wissenschaftlern bestätigt. Morays Erfindung war so genial, dass sein Name in die Geschichtsbücher hätte eingehen müssen. Stattdessen wurde wiederholt in sein Haus und Forschungslabor eingebrochen. Morays Frau bekam anonyme Drohanrufe, dass ihr Mann bei der Strahlungsenergie kooperieren sollte. Ansonsten stünde sein Leben auf dem Spiel. Die Morays mussten sich sogar ein kugelsicheres Auto anschaffen, weil auf sie mehrfach geschossen wurde. Schließlich zertrümmerte ein von der Behörde entsandter Ingenieur das revolutionäre Strahlungsgerät in Morays Labor und zerstörte so jahrzehntelange Forschungsarbeit. Von diesem Schlag konnte sich Morey mit seiner Erfindung nie mehr erholen. Es stellt sich die Frage, wer waren Morays böswillige Widersacher im Hintergrund, die bis zum heutigen Tag verhindern, dass solche Energiegeräte der Allgemeinheit zur Verfügung stehen? Die Menschheit könnte schon seit Jahrzehnten unabhängig von machthungrigen Energiemonopolisten Strom beziehen. Fakt ist aber, wer sich aufmacht, die Menschen in diese Unabhängigkeit zu führen, der muss mit gewaltigen Gegenmächten rechnen. Verbreiten auch Sie diese Tatsachen weiter, damit die Menschheit sich vereinigt, um gemeinsam gegen diese Unterdrückung aufzustehen. Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Klagemauer TV aus dem Studio Nürnberg. Heute berichten wir über einen Wissenschaftler, der aus den Geschichtsbüchern nahezu verbannt wurde. Es geht um Dr. Nikola Tesla, geboren am 10. Juli 1856. Nikola Tesla zählte einst zu den berühmtesten Menschen auf diesem Planeten. Er erfand unter anderem die Leuchtstoffröhre, das Radio, den Wechselstrom, Radar und laut Augenzeugen ebenso einen freien Energiegenerator, der Strom erzeugen kann ohne konventionelle Energiequellen. Heute ist Tesla aus unseren wissenschaftlichen Lehr- und Schulbüchern weitgehend verschwunden. Was hat er entdeckt, dass er so in Ungnade gefallen ist? Er hatte die Vision von einer Energiewende und wollte Strom kostenlos und drahtlos zu den Kunden transportieren. Zu jener Zeit aber standen die Strommonopolisten kurz davor, im Geld zu schwimmen, weil sie in Kupferminen investiert hatten und wussten, dass eines Tages die Welt mit Kupferkabeln überzogen sein würde. Als Teslas Sponsor, der Bankier J.P. Morgan, der ebenfalls stark in Kupferminen investiert hatte, von den Plänen Teslas mit der drahtlosen Stromübertragung erfuhr, ließ er ihn kurzerhand fallen und strich ihm alle Sponsorengelder. Bis zu seinem Tod 1943 waren Teslas Labors niedergebrannt, seine großen Errungenschaften größtenteils beschlagnahmt und er selbst nahezu vergessen. Heute wird den Universitätsstudenten leider nur mehr der Eindruck vermittelt, dass Tesla die Tesla-Spule erfand und dass eine Maßeinheit nach ihm benannt wurde. Mehr nicht. Der allgemeinen Öffentlichkeit ist Teslas Name kaum bekannt. Könnte es vielleicht sein, dass die Verbannung Nikola Teslas aus den Geschichtsbüchern von jenen Finanzmogulen inszeniert wurde, die sich durch seine grandiosen Erfindungen bedroht sahen?
Zu dieser Begebenheit möchte ich abschließend den großen Naturforscher und Förster Viktor Schauberger zitieren, der einst sagte: Ich werde in meinen Wald zurückkehren, um dort in Frieden zu sterben. Die ganze Wissenschaft und alle ihre Anhängsel sind nur ein Haufen Diebe, die wie Marionetten an Fäden hängen und nach jeder Melodie tanzen müssen, die ihre gut verborgenen Sklavenmeister als notwendig erachten. Alles haben sie mir genommen. Ich besitze nicht einmal mehr mich selbst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und nun übergebe ich an das Studio Mainz. Es stellte sich heraus, dass Wissenschaftler bereits Anfang des 19. Jahrhunderts alternative Möglichkeiten entwickelten, auf Strom ohne Verbrennung zuzugreifen. Nikola Tesla glaubte, er habe Zugriff auf, was er Strahlenenergie nannte. Viele Wissenschaftler glauben, dass er Zugriff auf das, was jetzt freie Energie genannt wird, hatte. Aber bevor Tesla das Projekt beenden konnte, erkannte sein Finanzier, Bankbesitzer J.P. Morgan, der ein Monopol auf Kupfer hatte, welches für elektrische Leitungen verwendet wurde, dass Teslas Erfindung Strom ohne Kabel übertragen könnte. Er endete daher Teslas Finanzierung. Teslas Labor wurde niedergebrannt und er wurde geächtet. Das alles nur für den Versuch, seine Vision der grenzenlosen Energie für jedermann zu implementieren. Ein moderner Erfinder, Adam Trompley, wurde inspiriert von Teslas Arbeiten und von den Möglichkeiten des Torus. Trompley baute einen Dynamo, einen Gleichstromgenerator, der auf elektrische Energie direkt aus der Luft zugriff. Wir haben versucht zu zeigen, dass wir durch die Nachahmung des Magnetfeldes eines Planeten und beim Rotieren dieses Gerätes in der Lage waren, ein Dynamo zu erstellen, das tatsächlich funktionieren würde. Und es hat in der Tat funktioniert und es funktioniert immer noch. Also wenn wir über die Natur nachdenken, wenn wir Jupiter betrachten oder wenn wir einen Dynamo wie die Erde, die im Weltall rotiert, betrachten, sprechen wir im Grunde über einen Magneten, der im Weltall rotiert. Und die Feldlinien des Magneten strömen hinunter und durch diese toroidalen Muster des Magnetfelds. Es dehnt sich aus und zieht sich zusammen, es atmet. Im wahrsten Sinne des Wortes zieht es die Energie des Weltalls ein und transformiert sie. Hier in diesem Toroid haben wir genug Energie, um die ganze Erde zu verbannen. Und das ist nicht nur eine theoretische Aussage, es ist wirklich wahr. Bedenken Sie nur, welche Auswirkungen dies hat. Es bedeutet, dass jeder einzelne Ort auf der Erde auf einmal Energie hat. Jeder einzelne Mensch auf der Erde hat auf einmal Energie. Wir haben universellen Überfluss. Trompley wurde eingeladen, einen seiner Generatoren vor den Vereinten Nationen und dem US-Senat zu demonstrieren, aber diese Vorführungen wurden von der Bush-Administration unterminiert. Dann wurde das Gerät bei einer Regierungsrazzia beschlagnahmt. Trompleys Erfahrungen sind nicht außergewöhnlich. Fast jedes Mal, wenn ich einen Erfinder mit einer vielversprechenden neuen Technologie im Bereich der freien Energie fand, erzählte dieser mir eine ähnliche Geschichte von Unterdrückung. Erfinder John Bedini begann die Arbeit mit Teslas Theorien der Strahlenenergie vor Jahrzehnten und hat ein Sortiment von Akkuladegeräten, die mehr Energie erzeugen, als diese brauchen, um zu laufen. Er kündigte an, dass er diese für geringe Kosten zum Verkauf anbieten werde. Bald darauf wurde sein Labor überfallen und er wurde davor gewarnt, diese Maschinen zu produzieren. Für seine Sicherheit musste er die Werbung für seine freie Energiegeräte aufgeben. Dies sind alles Geräte aus den Labors, die ich persönlich besuchte. Die Qualität dieser Aufnahme ist offensichtlich schlecht und ich erwarte nicht, dass sie dies überzeugen wird. Mein Punkt ist, dass dort zu sein mit diesen Erfindern, begleitet von Experten und diese neue Energiegeräte in Betrieb zu sehen, überzeugte mich davon, dass diese Technologie Wirklichkeit ist und die Auswirkungen davon sind für mich absolut ergreifend. Der Kanadier John Hutchinson hat nicht nur einige freie Energiebatterien geschaffen, sondern auch Teslas Theorien benutzt, um der Schwerkraft entgegenzuwirken, um Objekte schweben zu lassen. Dies könnte den Bereich der Antriebssysteme revolutionieren. Sein Labor wurde überfallen und Apparaturen wurden von der Polizei und Regierungsbeamten im Jahre 1978, 1989 und im Jahre 2000 beschlagnahmt.
Einer der Wissenschaftler, die wir für diesen Film interviewen wollten, war Dr. Eugene Maloff, ein Ingenieur von MIT und Harvard und Herausgeber des Infinite Energy Magazins, welches sowohl theoretische als auch technologische Entwicklungen in dem neuen Energiebereich umfasst. Er wurde auf mysteriöse Weise im Jahre 2004 zu Tode geschlagen. Falls alle diese Erfinder Fälscher und Scharlatane wären, frage ich mich, warum diese so konsequent unterdrückt werden und auf so brutale Weise. Ich fragte den Free-Energy-Erfinder Adam Trompley, warum er glaube, dass diese Technologie unterdrückt wird und ob das UFO-Phänomen etwas damit zu tun hat. Wir hatten wichtige Militärpersönlichkeiten, die sich selbst in große Gefahr begaben, wenn sie sagten, ja, diese Dinge sind real. Warum denken Sie, dass der militärisch-industrielle Komplex nicht will, dass diese Aussage gemacht wird? Weil sie dann anfangen, darüber nachzudenken, welche Arten von Technologien dahinter stecken. Das ist die Quintessenz. Die Unterdrückung von UFO-Phänomenen geht Hand in Hand mit der Unterdrückung der sogenannten Free Energy. Die Energie wird aus der Struktur des Raums um uns herum entnommen, was bedeutet, es kann nicht gemessen werden. Das ist eine direkte Bedrohung für die größte Industrie der Welt, Energie. Dies würde den Abschied für ExxonMobil bedeuten. Den Abschied für Öl, den Abschied für Kohle, den Abschied für lineare Übertragung von Strom über Hochspannungsleitungen. All das wäre weg. Leider ist dies für jemanden ein 200 Billionen Dollar Sparschwein. Die nachgewiesenen Öl-, Gas- und Kohlereserven sind mehr als 200 Billionen Dollar wert. Diese Information würde völlig die geopolitische Macht verändern. Mehr als alles andere in der schriftlich belegten Geschichte der Menschheit. Und es würde in einer Generation geschehen. Ich fing an, diese bahnbrechenden Lösungen zu untersuchen, und zu meiner großen Überraschung haben sich diese Konzepte bereits in Hunderten von Labors auf der ganzen Welt bewährt und trotzdem haben sie nicht wirklich das Licht der Welt erblickt. Anstatt Dinge zu zerschlagen und dann zu versuchen, die Explosion zu kontrollieren, verlassen sich diese neuen Technologien auf Blendung, auf das Zusammenspiel davon, was natürlich gegeben ist. Der gemeinsame Nenner von allen Freie-Energie-Geräten, die ich gesehen habe, die in einer oder anderen Form die Torus-Energieform imitieren. Sie müssen nicht an die Freie-Energie-Technologie glauben, um über die Unterdrückung von Ideen und Erfindungen besorgt zu sein. Ich selbst hatte den Gedanken, gibt es einen besseren Weg, unsere Abhängigkeit von Öl, Kohle, Kernkraft und anderen gefährlichen und schmutzigen Technologien zu verteidigen, als mit der Rechtfertigung, dass es keine besseren, billigeren Alternativen gibt?